Leute, ich bin wieder am Start. Wie ihr seht, habe ich sogar ein bisschen Bräune, ja, weil ich Urlaub war. Das wisst ihr alle. Ich war 10 Tage weg, mega Inselleben auf Bali. Auf Bali, würde ich sagen. Ist ein Island, ist eine Insel. War ganz cool. Für mich 10 Tage eigentlich fast schon zu lang, weil dann wird mir irgendwann langweilig. Ne? Ich brauche die Arbeit, ich brauche den Stress. Ich muss einfach wissen, was im Laden los ist. Ich habe jeden Tag geschaut, irgendwie auf der Kamera, und was haben wir heute da und. Und klar, Tuning muss man trotzdem machen. Im Endeffekt habe ich eigentlich jeden Tag dort gearbeitet. Aber ein bisschen Urlaub war da. Ihr seht, wie gesagt, ich habe ein bisschen Farbe bekommen. Normalerweise klingt komisch, ne? Weil ich lebe ja hier in Dubai und ich bin normalerweise kreidebleich. Aber ich komme nicht dazu, irgendwie zum Strand zu gehen. Wie gesagt, jetzt habe ich ein bisschen Farbe. Ich bin wieder da und natürlich gibt es viel zu tun. So viel dazu. Ach, was ganz interessant war eigentlich, ist der Rechtslenker da. Das heißt, ich gucke Auto, scheiße, Lenkrad, falsche Seite und dann noch manuelles Getriebe. Das Fahren ist eigentlich ganz einfach. Das Problem ist eigentlich so ein bisschen mehr der Verkehr. Ja? Weil du fährst im Kreisverkehr dann quasi andersrum rein. Und das ist ein bisschen dodgy, aber man gewöhnt sich dran. Am schlimmsten sind auf jeden Fall die Rollerfahrer, weil du hast da wirklich 1 Milliarde Roller um dich herum. Und das ist komisch. Aber egal, genug davon. Jetzt geht es wieder ein bisschen in Richtung Arbeit. Also, was haben wir hier am Start? Wir haben den Audi R8 V10 Facelift. Facelift, sehr schön zu erkennen an den runden Endrohren. Ja? Das Vor-Facelift hat die ovale Endrohre. So, weiter geht's, was wollte ich noch sagen? Genau, also wir haben den R8 V10 da, der Kunde kommt aus dem Oman. Wie einige wahrscheinlich schon wissen, im Oman gibt es nur 95 Oktan Sprit. So, 95 Oktan ist eigentlich ein Scheiß-Sprit, das heißt so, ganz kurz mal. Viele wissen immer vielleicht gar nicht, warum ich immer sage, 95 Oktan, scheiße. 95 Oktan, 98 Oktan, 93 Oktan, 102 Oktan. Je höher die Oktanzahl, desto klopffester der Sprit quasi. Ja? Das heißt so, wie soll ich das am besten erklären? Je höher die Oktanzahl, desto aggressiver können wir auch mit Zündung fahren. Ja? Deswegen Klopffestigkeit. Sonst irgendwann, wenn wir irgendwie crazy fahren und einen scheiß Sprit haben, fängt der Bruder an zu klingeln, ja? Oder zu klopfen. So, also von daher machen die Fahrzeuge eigentlich schon serienmäßig weniger, als sie machen sollten, weil jeder weiß, ein R8 V10, ein M5, ein M6, ein C63 soll eigentlich ab Werk nur mit 98 Oktan gefahren werden. So, wenn es aber keinen gibt, muss man 95 Oktan fahren. So, dementsprechend können wir hier nicht so aggressiv tunen, also Zündung bleibt eigentlich wahrscheinlich Serie, weil in manchen Fällen, zum Beispiel der Ferrari F12, ja, macht serienmäßig schon, wenn ich den Data logge, ja, macht auf 95 Oktan serienmäßig schon nicht die Zündung, die vorgegeben ist. Das heißt, da brauchst du nicht Zündung programmieren, das ist absoluter Schwachsinn. So, dann macht man halt andere Sachen, das Auto ein bisschen besser laufen zu lassen. Was machen wir mit dem Kollegen hier? Wir machen also Softwareabstimmung auf 95 Oktan, bin gespannt. Na gut, ich habe das schon ein paar Mal gemacht auf 95 Oktan, aber es ist immer so eine Sache. Manche reagieren da ein bisschen schlechter drauf, manche ein bisschen besser. Mal gespannt. Also wie gesagt, wir machen die Softwareabstimmung Stufe 2, dann kriegt ihr eine Abgasanlage mit Klappe und eine Carbonansaugung von AMA. Dann machen wir jetzt beim R8 V10 das erste Mal und ich bin wirklich mal gespannt, was das so bringt. Vom Aussehen her ist natürlich geil. Ich zeige euch die nachher mal und erkläre auch später mal die Unterschiede. Ja, zwischen der Serienansaugung und der Armansaugung aus Carbon. So, genug gequatscht. Wir machen jetzt mal eine Eingangsmessung. 525 PS soll das Ding haben. Oder die Facelift haben 55, keine Ahnung. 525 sollen die haben. Und jetzt plus haben 55. So, 525 PS soll er haben. Ich bin gespannt, was er drückt. Ich gehe so von 480, 490 PS aus. Es ist auch schweineheiß, ihr seht die Schwitze, Spritscheiße. Also schlechter kann es eigentlich nicht sein. Ja? So, genug gelabert, jetzt geht's zur Leistungsmessung.
53 Grad und wir haben gemacht 473 PS und 456 Newtonmeter, also weniger als ich gedacht habe, aber es, wie gesagt, es ist heiß, Motor ist hinten, wird sich eigentlich nicht gekühlt, Sprit ist scheiße, wie gesagt, schlechte Voraussetzungen können wir nicht haben. Ich bin wirklich gespannt, was wir danach rauskriegen. Und jetzt geht es erstmal daran, die Abgasanlage und die Carbon Airbox einzubauen und dann die Steuergeräte rauszuziehen zu programmieren. Denn die Steuergeräte, komm mit, müssen wir die Klappe vor aufmachen. Befinden sich, hätte ich jetzt schon gezeigt, links und rechts, hier und da. Und es ist wirklich eine Kacke, die rauszuholen, weil die verblombt sind mit der Karosserie. Das heißt, es dauert ein bisschen Zeit, sind zwei Stück, müssen rausgeholt werden, auf dem Tisch programmiert werden. So, genug Quatsch, gleich geht's weiter. So, ich habe mir gedacht, es gibt heute mal ein bisschen mehr Informationen über das Chiptuning, denn so viele haben nachgefragt und immer kommentiert, gib uns mal ein bisschen mehr Info und, wie das funktioniert, etc. pp. Wie fangen wir an? Also, natürlich dürft ihr oder werdet ihr nicht auf meinem Bildschirm schauen, wie ich die Software schreiben werde. Ja? Ich kann euch nur sagen, die Software, die ich benutze dafür, nennt sich WinOLS. WinOLS benutzen, glaube ich, die meisten, die ein bisschen was von sich halten, sage ich jetzt mal. Ja, WinOLS ist also das Programm, womit man die Kennfelder umändert bzw. abändert. Ja? So, heute geht es sich um ein R8 V10. Habt ihr gerade gesehen, aus dem Oman. 95 Oktan Sprit, sehr, sehr scheiße. Die Steuergeräte, habe ich dir gesagt, die muss man bei dem Fahrzeug rausholen. Manche R8 V10 gehen über OBD seltenst, aber ich mache die Dinger wirklich doch dann lieber per BDM. BDM nennt sich, das heißt, die Steuergeräte werden auf dem Tisch programmiert. Hier sind die, es sind zwei Stück, einmal Fahrerseite, Beifahrerseite, wir markieren die mal schön, ne? So sieht das mal aus, könnt ihr euch mal anschauen. Ja, so. So, das ist das R8 V10 Steuergerät. Davon hat das Ding zwei Stück, ist ein MED9 Steuergerät von Bosch, ja, könnt ihr hier sehen. So, MED9, ha. Wie gesagt, R8 V10 hat zwei Stück davon, R8 V8 hat dieselben Dinger, RS4 hat dieselben Dinger, was noch? Ah, Bugatti Veyron hat vier Stück davon, ja, von dem gleichen Teil. Dann haben wir 6er R. Moment, das war eine E-Mail gerade. Das ist nicht so wichtig. 6er R, 5er GTI hat auch dieselben Steuergitter drin, allerdings dann nur eins natürlich. Ferrari 458 hat auch zwei davon da drin, ja. Das heißt, das Steuergitter ist wirklich ein sehr, ich würde sagen, populäres Steuergerät, ja, es ist wirklich viel Fahrzeug drin. Die meisten Leute sagen, boah, vier Stück im Veyron und eins davon im Golf, ja, und das ist dasselbe Steuergerät. Das muss man sich mal reintun. Wobei ich glaube, wenn man so ein neues Steuergerät bestellt, wenn ich es für ein 6er R bestelle, kostet, was weiß ich, 15 Euro und für ein Bugatti Veyron kostet wahrscheinlich 15.000 Euro. Ich weiß es nicht. Noch nie gehabt. Also, so viel dazu, MD9 Steuergerät. Weiter geht's. Also, Steuergeräte werden am Tisch programmiert, natürlich kommt das nicht so aus dem Auto, sondern wir haben die natürlich aufgemacht. Sie sind verklebt, ja, mit so Silikon und im R8 auch verblombt, was eine richtige Scheiße ist, die aufzumachen, ja, die aus dem Auto rauszuholen. Da hat Audi sich wirklich gedacht, nein, den Tunern machen wir es jetzt schwierig und verblomben die Dinger, damit kann man es dann direkt sehen, wenn der Wagen irgendwie einen Garantiefahrer hat, oh, Steuergitter waren raus, Garantie weg. So, jetzt haben wir was vorbereitet, ja, ich zeige euch mal ganz kurz. Das ist meine Probe. No? Ja, ist fürs MED9 Steuergerät. So, und wenn ihr sehen könnt, ich zeige es mal eben. Also bei den Steuergeräten ist es wirklich sehr, sehr, sehr einfach und sehr, sehr, sehr easy, weil du hast nur diese Probe und diesen Kopf, der da drauf kommt. Ja? Da muss nichts verkabelt werden, da muss sonst auch nichts gemacht werden, weil der Strom 12 Volt hier rauskommt. Ja? Teilweise hat man, machen wir anders. Fangen wir ganz von vorne mal. So, pass auf. Also, das ist mein CMD. Ja. Das ist von FlashTech, also Schweiz. Das sind die Programmiergeräte, die wir benutzen. Ja. Das heißt, so, unser CMD ist ein Master CMD. Master CMD hat immer einen Programmierer. Ja.
unsere Händler, die auch unsere Software verkaufen, haben Slave-CMDs, also Slave-Tools. Ja? Die haben dieselben Proben, das Ding sieht doch genauso aus. Die haben dieselben Kabel und, aber es ist nur ein Slave. Ja? Also ein Slave heißt, es ist auf uns kodiert, das heißt, die machen auf und steht drauf License to Simon Motorsport und Slave OBD, wenn sie nur OBD haben, Slave BDM und. So. Also das ist zu nutzen. Das ist auch gleichzeitig ein OBD-Tool. Ja, das kommt nämlich hier so dran. Kannst du OBD flashen. Da wir jetzt BDM machen, haben wir ein kleines anderes Kabel. Das sieht so aus. Ja. Und das kommt dann hier, könnt ihr sehen, zwei Anschlüsse. Einmal OBD, einmal BDM. Kommt das hier so schön rein. Moment. So. Und das hier kommt hier oben drauf. So. Das dann wird hier reingespannt. So, einmal. Ja, was ist hier los? Zack. Einmal durch. So. Und befeuern tun wir das Ganze über USB. Und natürlich noch 12 Volt. Moment mal eben, wir müssen kurz ein Update machen hier. Oder nee, nicht. So, und 12 Volt. Moment, 12 Volt hole ich mal. Ganz kurz habe ich mich gerade vergessen. Moment. From the penis.